Pew. 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 Also, na, hörete mal, ich sag's Ihnen gleich. Die Eule der Minerva, also die der Weisheit, die tritt erst im Dämmerlicht vom Lebens ihre Flug an. Was aber jetzt nicht als Aufforderung missverstanden werden will, also dass mir jetzt koi alter Sack eu die Beitel Binsenweisheit aufsagt. So eine Geschichte. Der erzählt immer eu Geschichte vor eurer Zeit, deren Zeit schon vorüber ist. Versteht ihr, gell? Das ist als wie wenn euer Programmchef vor der ARD aus der alten Zeit in der Rente plötzlich saumäßig sein Mitteilungsbedürfnis zwecks der Mediengesellschaft im Internet entdeckt. Die Geschichte von einer Zeit, deren Zeit schon vorüber ist, das heißt also, dass wir noch eurem alten Plan leben müssen. Das ist ja auch nix. Wie ich's einmal eurem Schüler gesagt habe, Philosophie ist nix anderes als bewusstvolle Religion. Beide suchen nur auf verschiedenem Weg dieselbe, nämlich Gott. Und dass man alle möglichen Beleidigungen aufrufen tut, wenn man das Wort Gott nutzt, das ist nun tatsächlich etwas, das man sich erst einmal trauen muss aufzumachen. Weil Gott ist nicht nur eu Wort, es ist eu Zettel, auf die vorher was geschrieben haben. Oft schreibt man etwas nieder und das hebt alles, was vorher gewesen ist, auf. Aber die Beschreibung wirkt auch in der Gegenrichtung. Also in der Vergangenheit. Alles, was vorher geschrieben worden ist, wird mit der neuen Idee mitverändert. Die Geschichte wird retroaktiv geschrieben, sozusagen. Versteht ihr, gell? Da ist nichts wirklich in Stein gemeißelt. Mit jeder Bewegung verändert sich der Geist. Jede alte Idee hat nämlich noch bereits ihre Unschuld verloren. Du kannst ja auch nicht den Rock'n'Roll im Jahr 2020 als den letzten Schrei verkaufen. Probieren kannst du schon. Aber erzähl uns nicht, mir hättest dir nicht gesagt. Deshalb lasset sie sich nicht eure Rede. Die rechte Frage wäre, ob sie die Geschichte nochmal wiederholen könnt. Das kann sie nämlich nicht. Allein schon, weil wir in der Lage sind, die Frage so überhaupt erst stellen, gell? Wo war ich stehen geblieben? Was soll das heißen, fehlt da der klare Business Case?